Schönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Freitag, der 14. Juni, 8.29 Uhr und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Wir platzieren ja um 8.30 Uhr die Order. Wir holen die Linien raus und wir sehen, wow, die 15er-Box sieht riesig aus, weil der Markt heute Morgen noch keine großen Bewegungen gemacht hat. Wir werden die 15er-Box als C-Box platzieren. Das bedeutet, wir werden sie unter dem Tief, werden wir die Kauforder platzieren. Oder dementsprechend darüber die Verkaufsorder. Und wir sehen, der Markt geht jetzt noch ein Stückchen tiefer. Soll er machen. Wir werden dann die Box dementsprechend anpassen. Wir haben keine Kurslücke heute, kein Gap. Haben einen sehr ruhigen Start. So 8.30 Uhr. Der Kurs geht rein. Und jetzt versuchen wir, wenn er ein Stückchen tiefer kommt, er muss den Spread noch mit rein verdienen. So, jetzt sollten wir die Box angeschaltet haben. So, das heißt, wir sind bei 12.158 Long, 12.143 gehen wir Short. Meine Order ist platziert. Ich zeige euch, oder gebe nochmal den Kurs, 12.158 Long. Und 12.143 würde die zweite Order dann Short ausgeführt werden. Das ist die Box für heute. So, ich muss mal einmal schließen, weil ich eine verkehrte Einstellung hier habe. 10, 10. 05. Also Boxlinie nochmal an und nochmal Start. So, jetzt ist alles wieder vernünftig in den vernünftigen Bahnen und nicht 2010. Also 12.158 Long, 12.143 Short. Okay. 1 Minute 41, Kurs jetzt 8.58 Uhr, 43 liegt unsere Short Order. Und wenn wir das nochmal ein bisschen kleiner machen, sehen wir hier, dass wenn wir das Tief sehen hier von gestern, erstmal die Zwischenerholung, könnte es denn durchaus ein Stückchen weitergehen. 1 Minute 5 und gucken, dass wir gleich ein bisschen wohler reinkommt. So, 25 Sekunden noch bis zum Start. 18, 17 stehen kurz davor, die zweite Order. Und los geht's. Wir sind short und wir sehen, es geht weiter Richtung Süden. Druck kommt jetzt ein bisschen rauf. Wir haben hier bei 32 unser Gewinnziel. 32 unser Gewinnziel. So, 37 gehandelt. Und wir sind draußen, meine Damen und Herren. Draußen im zweiten Trade, Uhrzeit 9.01 Uhr mit der C-Box. Wunderbar, ich zeichne den Trade ein. So, das war der letzte Trade für diese Woche. Trade Nummer 1 hier oben hat versucht erstmal long, aber wir haben den multipliziert im zweiten. Das ist ja die Swissbox-Technik und sind jetzt raus. Ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, wo auch ihr das Wochenende verbringt. Montag, dann geht es weiter, dann ein bisschen mit einem Workshop nebenbei im Hintergrund. Also ich versuche die Tonqualität, weil ich dann in mein Seminarraum hier gehe in Hamburg. Wir machen trotzdem den Live-Trade vor, auch den Seminarteilnehmer. Wünsche euch ein schönes Wochenende und denkt dran, wenn ihr die Strategie gut findet, Daumen nach oben. Wir nähern uns jetzt in Richtung des 600. Trade. Ein Videotagebuch in der Form, wie gesagt, glaube ich, gibt es nicht. Wünsche euch ein schönes Wochenende.